Name ist Unikum und das ist mein Beitrag fürs Abitur 2010 im Fach Deutsch mit dem Thema Kafka, Schiller und Kleist. Der Prozess von K. fängt an seinem 30. Geburtstag an. Am Ende muss er sterben, obwohl er am Anfang noch lachen kann, der arme Mann. Versucht die Zügel in die Hand zu nehmen, doch scheitert dran. Erkennt er wirklich das Problem? Das Gericht, zu dem er muss, gibt keine Antwort auf die Sachlage. Es verwirrt wie jeder Kuss und schweigt bei jeder Fachfrage. Der Angeklagte sucht Hilfe bei den Frauen, doch noch da versagt er. Er landet nur in ihren Klauen, außer bei Fräulein Würstner. Da wird er selber zum Tier oder bei Frau Grubach. Er sieht eine Mutter in ihr, K. resigniert. Da hilft kein Onkel und kein Maler, kein Advokat und keine Frau und keine Parabel vom Pfarrer. Die Wahrheit ist, K. hat überhaupt kein Gespür. Er macht ohne zu tun und verliert das Zeitgefühl. Die Wahrheit ist, er hat überhaupt kein Gespür. Er macht ohne zu tun und verliert das Zeitgefühl. Der kafkaistische Stil verwirrt sogar den Leser. Ist er Fiktion oder real? Wie soll man das verstehen? Erlebte Rede, Konjunktive verstärken die Monoperspektive. Bei Kafka kennt man Unterschiede, vergleicht man Verben und Adjektive. Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Aufklärung trifft Sturm und Drang in Schillers ersten Drama. Mit den Personen Karl und Franz, die Brüder sind unnahbar. Während der eine Bruder rational die Geschichte manipuliert, lässt er dem anderen Bruder keine Wahl, da der emotional reagiert. Er verliert seine Heimat, seinen Vater und marschiert weg von der Amalia, um eine Räuberbande zu gründen und ihr Anführer zu sein. Nimmt er auf sich schwere Sünden, doch dafür nennt er sich jetzt frei. Und in der Zeit wird Franz immer mehr zum Intrigant. Er tötet fast den Vater und verlangt Amalia ihre Hand. Doch die ist treu ergeben, glaubt an ein Wiedersehen nach dem Tod. Sie bleibt bei ihrem Karl und durchschaut Franz' Angebot. Doch bis zum Tod muss sie nicht warten, Karl besinnt sich früher schon. Er hat Sehnsucht nach dem Vater, hat Erinnerung in sich wohnt. Nach unsinnigen Morden ist er einsichtig geworden. Hat einen Freund bereits verloren, der ihm Treue geschworen. Er ging zurück in seine Heimat unter falschen Namen. Dort entdeckt er den Verrat und es kam, wie es kam. Beide Brüder scheitern, Franz bringt sich selber um. Sogar Gott sich ihm verweigert, sein Tod macht auch den Schweizer stumm. Da Karl den Räubern eins versprach, ihm treu bis in dem Tod zu sein, legt Amalia in ihr Grab und stellt sich auf sein Schicksal ein. Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Paradox ist es bei Kleist, denn der schafft ein Mann, der rechtschaffend und bösartig zugleich sein kann. Kolas ist sein Name, der Rossländer, der Havel, dem die Pferde genommen werden vom korrupten Adel. Na warte, denkt er sich, nachdem ihm sein Knecht die Knochen bricht. Die Lisbeth schickt er zu Gericht, kommt sie zurück lebendig nicht. Den Hof hat er schon längst verkauft, der Mandat da abgeschickt. Doch ein Kolas gibt nicht auf, nicht wenn's was zu kämpfen gibt. War es Stolz, war es Wut oder der Sinn nach Gerechtigkeit? In Kolas ist nicht alles gut, da sein Herz nach Rache schreit. Die Umwandlung beginnt, er wird zum Racheengel Michael, der Städte niederbrennt. Feuer, das ist sein Befehl. Erst durch Luthers weise Worte, die ihm freigeleit versprechen, stoppt er seine wilde Horde, stoppt den Wahnsinn, stoppt das Rächen. Die Pferde werden indessen vom Abdecker gepflegt. Die Amnestie von Kohlhaas wird gleichfalls abgelegt. Es regt ihn auf, fühlt sich betrogen, ihm wird ein Brief untergeschoben. Von der Obrigkeit belogen, spannt er erneut Pfeil und Bogen. Doch während er gefangen bleibt, besucht ihn ein Zigeunerweib. Erinnert ihn an einen Schreib, das er trägt an seinem Leib. Es rettet dich bei Zeit, sagt sie, dein Leben kann es dir bewahren. Doch Kohlhaas wollte nicht sein Leben, er wollte Gerechtigkeit erfahren. Sein Wunsch wurde wahr, und zwar des Kurfürsten auch. Verschwand der Zettel in Kohlhaasen Bauch. Ha! Die Pferde gingen an ihn zurück, die Kinder ein Amtmann von Kohlhaasenbrück. Und die Moral von der Geschichte, erfährst du Unheil wäre dich. Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Kafka, Schiller, Kleist, sie schreiben alle Meisterwerke über Konfrontationen, über innere Werte. Kafka, Schiller, Kleist, sie waren Genies ihrer Zeit. Beherrschst du diesen Stoff, bist du für Sami bereit? Oh, Kafka, Schiller, Kleist, mach dich bereit.